am Anfang der Ausbildung, so ein, zwei Wochen, lernt man so die Basics, sägen, feilen und auch bohren. Sobald die Ausbilder merken, man hat das so einigermaßen drauf, versuchen die einen schon, dass man dann auch immer weiter an größeren Projekten auch teilnimmt. Also einem wird eigentlich nie langweilig. Es werden auch immer regelmäßige Feedbackgespräche mit den Ausbildern geführt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Werkstück abgeschlossen hat, dann zeigt man das vorher erst mal seinen Ausbildern, der gibt dann nochmal Feedback, was hätte man besser machen können oder was gut gewesen. Was natürlich auch wichtig ist, dass man daraus lernen kann. Und deswegen, finde ich, ist man hier schon gut aufgehoben. Also mein Ziel nach der Ausbildung bei der OVA-Gruppe ist vor allem weiterhin dort zu bleiben. Es fühlt sich auch so ein bisschen familiär halt an. Deswegen ist mein Ziel schon, eventuell dann auch eine Weiterbildung zu machen zum Meister. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Projekt abgeschlossen habe, ist, wenn ich einerseits das Lob auch von den Ausbildern bekomme oder von den Mitarbeitern, für die ich jetzt zum Beispiel ein Werkstück hergestellt habe, zu sehen, wie dann deine Teile irgendwo verbaut werden, das macht einen schon stolz.